So, nächste Folge läuft. Ich hätte ja gerne das. Oh Gott. Ich hätte gerne das Spice of Life mit drauf geschmissen. Aber ich glaube, ihr hättet mich verflucht dafür. Was ist das? Das ist der, wo du unterschiedliches Essen essen musst. Also, du musst. Wenn du, wenn du jetzt eine Mahlzeit zu dir genommen hast, verliert die an Wirkung. Du musst dann vier andere Mahlzeiten oder fünf andere Mahlzeiten essen. Ja, nee, das. Ach, wie erkläre ich das jetzt? Das hat und Cooking of Four Blockheads, also das wäre für mich in Ordnung gewesen. Das haben wir nämlich auf Stranded gehabt. Und das ist, kann schon mal sehr anstrengend sein. Ich habe Lightfall gespielt, dann wären die letzten doch, 200. Doch, Lightfall, da ist das auch drauf so. Gewesen. Der ja. Mod. Da bin ich. Deswegen bin ich bin's gewöhnt, da werden die letzten 250 Essen oder so gegessen und da gab es nicht mal das Cooking for Blockheads am Anfang drin. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile eingeführt haben. Was ist mit drin? Als ich es damals gespielt habe, war es noch nicht drin. Dann hast du eine ganz schöne Asbach-Version gespielt. Es war halt noch wirklich so damals der Anfang davon. Also die ersten paar Versionen. So, habe ich jetzt endlich mal ein Würmchen hier rausbekommen. Nee, warum? Weil ich nicht mit einer Crook arbeite, sondern mit einem normalen Block. Also Ike, ich habe einen Wurm, kannst du ja abholen. Ich habe auch einen Wurm, ich habe sogar insgesamt 7. Lasst ihn bitte in der Hose. Ja. Der Wurm in der Kiste. Melvin, du hast es herauf provoziert. Der Wurm in der Kiste. Der Wurm in der Kiste, der Wurm in der Kiste. Bitte also, nicht. Du nennst deine Hose Kiste, okay. Wie nennst du eine Frau? Ja, komm. Sprech dich aus. Ich will nie mehr. Melvin, du kennst uns. Wir sind ja. So sind wir, so bleiben wir, so leben wir. Lul. Lul. Aua. Ich warte drauf, bis steht, Melvin wurde vom Baum runtergeschubst. Das wird nicht passieren. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das passiert. Das wird nicht passieren, glaub mir. Ich und dir glauben? Ja, war gut. Ja, ich bin eine vertrauenswürdige Person. Warte mal, über was haben wir heute noch im DC diskutiert? Hä? Verräter! Können wir ja später nochmal sprechen. Das sowieso, in der Aufnahme geht das nie. Sonst heulen. Noch nicht gemacht. Sonst weinen wieder einige rum, die das Video sehen. Dam, dam, dam. Bam, bam, bam. Bada, bam. Genau. Weg mit dir, du Baum. Ich und mein Holz. Warte mal, ich brauch das, ne? Ja. Für das brauchst du erstmal Wasser. Ja, ja. Das habe ich schon. Wasser hast du schon? Ne, du kannst ein Crucible bauen. Ja. Das stimmt. Oder ich hätte jetzt auf Regen gewartet. Du kannst es auch machen, also. Ich mach's mir schnell, also. Ich mach's mir schnell. Aber ich habe auch Wasser. Okay. Oh, Akku. Geil. So, Y. Zeit. Alle liegen in meinem Bett. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ihr connectet nicht. Sehr schön. Rein mit dir, du Arsch. Wow, ich muss noch was reconnecten. Bei mir werden die Blätter nicht geladen, die ich abgebaut habe, weil es zu schnell ging. GG. Ja, das kommt vor. Ist ja auch manchmal bei der normalen Minecraft-Version so. Wenn du mit der Schere abbaust, vor allem. Mhm. Warum hab ich jetzt so, zwei Fackeln drin? Wo kommen die denn her?
Hannover klappt so startmäßig. Bisschen schneller. Plus einer auf deiner Insel. So. Das. Ich brauche ein Compressiv. Oh Mist, ich habe mein Bett abgebaut. Wenn du es richtig gemacht hast, dürfte eh nichts passieren. Okay. Weil dann stirbst du nicht. Also bei mir spawnen auf jeden Fall keine Mobs. Okay. Was? Puller? Hab ich jetzt so ernsthaft Puller gehört? Wie Puller? Melvin. Hä? Man hört, ja, man hört deine Eltern im Hintergrund und ich habe irgendwas mit Puller gehört. Ich verstehe das nicht mal, was die da reden. Tyrox, lauf! Ja! Apropos, da war doch was. Das wollten wir doch auch noch in eine zweite Staffel bringen. Ja. Da musste mich Cassie sowieso wieder mitmachen. Ich finde es schade, dass sie hier nicht mitmacht. Da hätte Melvin jemanden zur Unterstützung. Okay. Cassie ist kompetenter in dem Modpad als du. True Story. Kann sein. Stimmt auch. Ich bin im KM-Modpack so wirklich engagiert. Ja, warum auch? Ja. Genau. Was soll denn dann mit Steampunk werden? Was willst du dann dort spielen? Ein Straßenbettler? Naja, das macht ja niemand, ne? Also. Aber vor allem gegen den Beruf habe ich auch noch nichts in den Regeln stehen. Du könntest Straßenbettler spielen. Das wäre interessant. Wenn Tyrox dir das nicht wegnehmen sollte. Ja, das ist eh mein Leben. Oh nein, oh, man kann die wieder einsammeln. Nice. So. Oh. 5 Steine. Da ein Zeppling, da ein Zeppling, da ein Zeppling. Gut. Steve. Das da rein, das hier runter. Zum Beispiel erstmal schnell eine Vanille. Mach ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss größer bauen. Der Platz reicht jetzt schon nicht aus. Dann könnte ich mir mal kurz einen Ofen. So. Ja, also Melvin, wenn das so weitergeht, muss deine Insel weichen. Warum? Weil ich in deine Richtung gerade baue. Nee, ja, dann hör auf. Nö. Ach, spielen wir jetzt Bad Boss? da wäre ich der Erste, der verliert. Oh, da kommt die 5er KD wieder raus. Ui. Warst du eins, die anderen 5? Ey. Das wäre bei mir eher so, die anderen 100, ich 0. Talk. Check dein Booty, Baby. Shake your booty. Los, Melvin, jetzt mach hinne. Nein. Also am Spawn, nichts zu sagen. Am Spawn entsteht demnächst eine Tanzstange und ein Brunnen voller Milch. Ich brauche. Hey. Irgendwie kommen hier ganz viele Anspieler an Society wieder hoch. Schlimm. Melvin, du machst uns kaputt. Melvin, das ist deine Schuld. Du machst uns kaputt im Kopf. Ihr macht mich kaputt im Kopf. Nein, du uns. Nein. Melvin, wir können keine 9-Jährigen im Kopf kaputt machen. Ihr habt nichts im Kopf. Ich bin 14. 9-Jährigen. 4, 10. 9. Ach, das Projekt wird jetzt schon geil. Ja, oder? Direkt kein Bock mehr. Oh, 1, 2, 3, dahin. So, wo baue ich hier die nächste Rakete? Als ob wir dich gehen lassen würden. Was denkst du dir? Och nee, Leute, guck mal zu mir rüber, was ich für Ringbauer. Weißt du, warum bekomme ich eigentlich immer diese Bäume? Jetzt, apropos, CO2, du hast gesagt, Dings ist nicht drauf, oder?
Optifine. Optifine. Ne, ist nicht drauf. Ich würde halt gern heranzoomen. Ja, ich auch. Elemental Slayer. Und wieder runter. Ey, wir haben schon wieder das gleiche gesagt. Das geht gar nicht. Ja, das, du könntest echt mein Sohn sein. Vor allem vom Alter her würde das sogar noch passen. Ja. Erster Toter. Nee, schon der Zweite. Ich wurde einfach schon... Dann habe ich das verpasst. Ich wurde einfach verwechselt, ja. Ja. Man spart am jeden Ende, wo man kann. Kann ja gut sein. So, Crucible, wo stelle ich den jetzt hin? Da, wo Platz ist. Ja, ich habe keinen Platz. Setz, bauen auf deinen Baum? Da ist doch genug Platz. Ich mache ein Baumhaus, Leute. Ja. aber Mammutbäume sind hier wirklich mit drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte, 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 Seite runter. Ah, fuck. Eins, zwei, drei. Dann mache ich da eben Holz hin. Ja, das fällt niemand auf. Ich hasse es. Ich hasse diesen Baum, Alter. Ich... So, warte mal. Dann mache ich da, also... In welche Richtung baue ich jetzt? Doch, in die richtige, ich wollte schon sagen. So, warte, dann mache ich da schon mal... Ach nee, das ist ja ein Anfeuer. Oh. 1, 2, 3. Und da muss noch was hin. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich baue einfach aus. Du musst dich jetzt sowieso, du musst erstmal zusehen, dass du jetzt an Wasser und Lava kommst, damit du Cobblestone herstellen kannst. Bis zu dem Punkt war ich ja schon mit Tarrox. Ihr Cheater. Na, das war kein Cheaten, sondern Vorbereiten. Das war Cheating hoch 3. Vorbereiten. Ah, der Regel, in den Regeln steht nicht wegen Cheatern drin, siehst du? Also doch, aber in den Regeln steht auch nichts von Vorbereiten. Das heißt, ich durfte jetzt mit dir machen, was ich wollte. Was? Eine Woche Dauerbann im Keller. Nein, nicht der Keller. Och nö, willst du mich verarschen? man kann das im Übrigen auch umgehen, dass so eine großen Bäume spawnen. Also ich wäre froh über die großen Bäume. Aber ich werd nicht sagen, ja, wie man die umgeht. Ich wollte ihn eigentlich nur infizieren. Da kommt so ein Mammut. Möchtest du wissen, wie man die großen Bäume umgeht? Ja. Eine Slab oben drauf, ich glaube auf der 5. oder 6. Höhe. Also 5 oder 6 über dem Sapling. Okay. Boah, die Minecraft-Musik ist zu laut. Du spielst mit Musik? Ja, ich hab die Tower ab aus. Das ist Nostalgie. Was für Nostalgie? Ja. Es gibt einen Kopf. Ja, ja. Ey, da gibt's bessere Musik. Hard Metal. Nee. Tetris. Nee, das hab ich in meiner Jugend gehört, wo ich 10, 11, 12 Jahre alt war. Derzeit war ich nicht anwesend. Stimmt, da warst du noch im Becher Quark im Schaufenster. Das hat meine Mutter immer gesagt. Wenn alles vor meiner Zeit war. Vor allem vor meiner Zeit ist ja schon 3 Jahrzehnte. Ja. Sarah darf die Folge nicht gucken. Scheiße. Aber wobei, ich habe ja nicht das genaue Alter gesagt. Eike schlau. Eike schlau. Vor allem, ich frage mich ernsthaft, wenn es jetzt anfängt zu regnen und Tyrox und Melvin eine Barrel aufgebaut haben. Oh, das ist uns so oft passiert. Dass die Barrel voll läuft. Wie das so. Ein Slab oben drauf. Oh, verrat doch nicht immer alles! Die sollen selber dahinter kommen. CO2 ist ein Experte darin. Ich denke mal, jeder hat das Modpack schon gespielt, der älter als 9 ist. Ich habe das Modpack auch schon mal gespielt. Und wie weit bist du gekommen? Insel gesetzt, runtergefallen, kein Bock mehr gehabt. Ich habe noch einen Baum angetürzt. Warum baust du das einzeln ab? Es ist Ore Excavation drauf, das ist das gleiche wie Weinminer. Das heißt?
Du kannst, wenn du was in der Hand hast, damit einen Leaf abbauen, eine gewisse Taste gedrückt halten, dann baut sich alles ab. Und das machst du am besten auf die Bodenplatte, wo du draufstehst. Ja, das sind keine Leaf. So, ich so beende jetzt die Folge, denn meine Kinder machen gerade blöde. Bis gleich.